Morgen YouTube, morgen, morgen, morgen. Ja, ich bin wieder am Start. Dies ist die erste Aufnahme nach meinen Magenkämpfen. Ich darf nicht Magenschmerzen sagen, weil es waren wirklich Kämpfe. Es war ziemlich ätzend. Und natürlich habe ich ja angekündigt, dass sich etwas ändern wird. Und diese Änderung habe ich vorgenommen. Und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar haben wir hier, zack, Szenenwechsel. Kein Tobi mehr. Also wir haben ein Tobi da. Das ist ein neues Tobi. Das ist nämlich ein Starmie. Richtig, ja. Ihr seht richtig, ihr liest richtig, ihr hört richtig. Starmie. Ich habe mich für Starmie entschieden, weil ich finde, dass Tobi zu schwach war. Tobi war ja Wassereis, also unser Austoss, war ja Shiny Austoss, by the way. Wir haben jetzt Classic Tobi, also Classic Starmie, kein Shiny mehr. Da gab es technische Probleme, für die Infos, die ihr hören möchtet. Und ich habe mich entschieden, weil ich finde, dass man Starmie nie wirklich mitnehmen konnte. Also es ist eigentlich meiner Meinung nach kein Mainstream Wasser-Pokémon. In den ersten zwei, drei Generationen, ich glaube in der dritten hat man es gar nicht bekommen, bin mir jetzt nicht so sicher, da war es ja immer so, dass du quasi Sterndu relativ spät bekommen hast. Wenn du es bekommen hast, dann nur durch Super- oder Profi-Angel, dann hast du es immer Level 28 oder Paar 30 bekommen und hast dann noch den Wasserstein gebraucht. Und musstest dann quasi warten, bis es die Attacken bekommt, die du haben möchtest, um es dann zu entwickeln, weil nach der Entwicklung war erstmal RIP, ne? Keine Attacken mehr erlernt. Oder ich glaube, ein, zwei Attacken erlernt Starmie noch, aber keine guten. Und das war's. So, und früher gab es dann keine Herzschuppen. Das heißt, du konntest Attacken, die schon erlernt wurden, konntest du nicht wieder erlernen lassen. Und, all so ein Zeugs. Deswegen für mich Starmie ein nicht Mainstream-Pokémon. Ja, ihr könnt ja dann eine andere Meinung haben. Und jetzt schauen wir mal. Wir hatten ja ein Problem-Pokémon letztens in der Arena. Wir schauen mal, ob Tobi 2.0, ja, so nenne ich es jetzt, das ist Tobi 2.0, Leute. Ob Tobi 2.0 dem gewachsen ist. Attacken übrigens, Spukball hat es von selber erlernt auf Level 30, nur zur Information. War es 30? Boah, lass mich nicht lügen. Boah, wenn nicht, Leute, checkt's ab. Ne? Pisa-Fans, Pokewiki, GG. Hat Siedewasser von mir bekommen, kann es erlernen. Ich mache für mich mal den Sound ein bisschen leiser. So, einmal runter. Immer noch leiser, immer noch zu laut. Ja, ich habe auch Black Screen. Ansonsten, gegen dich haben wir gebattelt. Gegen die alte muss ich noch battlen. Genesu hat es noch und Aquaknarre standardmäßig noch. Und natürlich braucht es auch ein paar. Moment, erstmal muss ich das an erste Stelle setzen. Da war ja was. So. Es bekommt dann später noch wahrscheinlich über die ein oder andere Herzschuppe noch eine besondere Attacke. Du wolltest nicht mit mir kämpfen, ne? Dich hatte ich doch erledigt. Sehr schön. So, guck, ich muss mich wieder reinfinden. Leute, ich habe 5 Tage nicht mehr aufgenommen, deswegen auch heute ein bisschen leiser. Es ist nämlich ziemlich spät. Moment, ich dachte gerade, das Ding führt uns nach unten. Das tut es nicht. Das hintere bringt mich... Ah, du warst es. Du warst es, oder du Made? Ich habe unter Turner, ja, ja, mit großen... Ja, ja, du bist es. Du kleine hässliche Made, komm. Bring dein scheiß Drachen-Pokémon rein. Den werden wir zeigen, wo der Hammer hängt. Ach, wartet mal. Die haben doch von den Drachen-Pokémon Typen geändert. Oh nein, gegen den habe ich noch nicht gekämpft. Oh, nice. Welser. Oh, Welser ist ein tolles Pokémon. Countert uns ein bisschen. Das ist Wasserboden. Das heißt, Wasser ist nur neutral effektiv. Aber egal, wir haben Siedewasser. Ja, das burnt ein bisschen. Schaut mal, schön rot. Ein rotes Welser. Oh, ich weiß gar nicht, ist so... Oh, lol, haben wir Luck. Das burnt sogar. Ich frage mich gerade, ist das Shiny Welser sogar nicht rot? Verdammt, das weiß ich nicht. Was macht der Schnasche? Ah, oh, es hat wahrscheinlich Schnarcher. Ja, ja, also es macht Erholung, meine ich, und hat dann wahrscheinlich Schnarcher, genau. Schnarcher oder noch eine. Es gibt 2 Attacken, die du machen kannst im Schlaf. Es brennt nicht, das heißt, Schnarcher macht's gar nicht, okay? Okay. Wir machen einen Spukball, damit ihr es mal seht. Haben halt auch. Es hat Typ Geist. Wir sind Psycho-Pokémon, aber wir haben einen sehr, sehr hohen Spezialangriffswert. Ich glaube, 148 ist unser Wert gerade. Also da konnte Austoss alias Old Tobi nicht mithalten. Und das will ich halt bei einem Wasser-Pokémon, versteht ihr? Ich will bei einem Wasser-Pokémon einen hohen Spezialangriffswert. Das soll es auszeichnen. Deswegen. Ich mochte Tobis Entscheidung. Ich möchte das hier nicht kritisieren. Ich finde, Austoss ist cool für die Standardversion. Ja, aber für so eine Hack-Version ist er einfach zu schwach gewesen. Und das war so das Problem, was ich hatte. Ihr habt es ja selber gesehen. Wir hatten echt große Probleme. Er war Wassereis und hat einen Vorteil gegen ein Drachen-Pokémon gehabt und hat einfach null Damage gedealt. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, ja, Bäre hin und her, aber das war so ein bisschen kritisch. Gut, Mamutell. Das ist doch das fette Normal-Pokémon. Da schicken wir Lili rein. Die darf dann einmal gegen den Turm treten.
Ah, Tunkick. Ach Leute, und ihr wisst gar nicht, was alles... Ach nee, Mammut. Ich dachte gerade... Oh, ich bin so ein Trottel. Trotzdem war es die richtige Entscheidung. Du bist Bodeneis. Boah, Mammut, helle. Ich will Turmkick riskieren, aber wenn ich verfehle, tut's weh. Kraftwelle wäre die sichere Variante. Komm, wir machen Nummer sicher. Machen Pussy-Modus. Sollten Two-Hit werden. Paralysiert. Erdbeben sollten wir überleben. Neutraltreffer gegen Kampf-Pokémon. Wow, so viel zu, wir werden sie überleben. RIP, Mammutel. Ich mag Mammutel nicht. Ich mochte Keifel, ich liebe Keifel. Mammutel ist mir ein bisschen zu big. Ist einfach zu fett, das Vieh. Okay, Kamerupt ist aber jetzt das Feuerboden-Pokémon. Das weiß ich. Feuerboden. Wen schicke ich rein? Eiler wird wahrscheinlich durch eine Bodenattacke gerippt, aber ich würde gerne Level geben, aber ganz ehrlich, die werde ich in der Donnerhöhle trainieren. Die gute Dame. Ist doch eine Dame, oder? Eiler? Ja, ist eine Dame. Ein weibliches Georock. Wird in der Donnerhöhle trainiert. Hier wird einfach Tobi 2.0 hochtrainiert. Ach ja, wenn ihr übrigens wollt, dass ich 2.0 hinten dran hänge, schreibt es mal in die Comments. Würde mich interessieren. Dann werde ich das fixen. Kamerupt kann übrigens nicht burnen, aber er burnt durchs Wasser. RIP. Ja. Dann weggesplashed. Okay, guter Trainer. Der hat richtig fett XP gegeben. Jetzt ist die Frage, muss ich den Lift unten nehmen oder was war das? Ich habe so noch nicht mehr gespielt. Also, ich finde wirklich, ich habe nicht mehr lang gespielt. Ist so mein Empfinden gerade. Komm, 2 Limonaden für Lilly, hau rein. Ah, Tafelwasser hätte sich jetzt noch gelohnt, aber egal. Wo bringt mich der Lift hin? Du warst das, ne? Ich komm, du bist es. Okay. Mit dem Lift komme ich wieder nach oben, ne? Ach so, ah, ja, ich. Andere Seite. Kann ich hier? So, ne? Komm her. Du da hinten, du bist es doch. Irgendwann war das doch. Okay. Auch nicht. Dann müssen wir hier hinten rum. Ne, müssen wir nicht. Genau, wir müssen hier runter und dann den hinteren Lift nehmen. War das die Lady, die uns zerblasht hat? Das war die Lady hier hinten, ne? Die gute Dame war das. Weil der Lift bringt mich jetzt runter zu Turner. Aber zu dem will ich ja noch nicht. Hat die wirklich das Knackrack? Wow. Wow, es war sie. Wir wurden von der Lady zerschmettert im letzten Part. GG, gut. Knackrack Level 49. Wow. Der hat natürlich jetzt Bäre. Und Siedewasser ist eigentlich der härteste Counter, wenn es den Effekt triggert. Warum? Pass auf. Erstmal burnen wir es. Sehr effektiv. Müsste sein, oder? Ah, Neutraltreffer. RIP. Und jetzt macht der Erdbeben. Normalerweise würde der... Wäre jetzt der Schaden reduziert. Wieso bekommt Tobi so viel Schaden? Eigentlich haben wir gar nicht so eine schlechte Defensive. Das war zu viel Schaden. Halt, warte, Auszeit, Moment, Spiel. Das war zu viel Damage. Predikte ich jetzt Erdbeben? Macht dann Drachenklau. Aber Waterloff ist langsamer gewesen, ne? Hast du auch 3 Level niedriger. Waterloff, du bist so langsam, bist ein Loser. Shinigami wird einfach weggesteinert. Lily überlebt auch keinen Hit. Eiler überlebt einen Hit, wird aber dann sterben. Kann ich aber Tobi heilen und hoffen, dass ich wieder den Burn-Effekt bekomme. Dann macht Erdbeben weniger Damage. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir so wenig Schaden machen. Klar, es ist von Typ Drache, das war mein Fail. Ich predikte mal auf Erdbeben, schick aber Shinigami rein. Dann kann ich nämlich eine Eisattacke einsetzen, die ich doch hoffentlich habe. Oder bin ich jetzt komplett retarded? Also wir sind ja Typ Eis. Wow, das war Luck. Wir haben nicht mal eine Eisattacke. Ich bin so ein Volltrottel, ne? Okay, hat Steinkante gemacht. Wir hatten Luck. Verdammt, wir sind ja Käfer. Schick mal Chrono rein. Wir haben ja noch Egelsamen. Das ist echt eine harte Nuss. Ich dachte zumindest mit Tobi 2.0 kriegen wir den jetzt locker easy hin. Guter Steinkante ist oft verfehlt. Egelsamen. Erdbeben, sehr effektiv. Neutraltreffer, stimmt ja, weil wir ja Pflanze sind. Igelsamen trifft. Okay, dann werden wir ihn so klein bekommen.
das kann natürlich jetzt wieder dauern, ihr kennt es ja. Njom, 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 njom. Ich frage mich, was Turner für Pokémon hat, wenn wir jetzt schon gegen ein Knackrack-Problem haben und auch ein Knackrack vor uns haben. 117 KP, 181, wir werden einen Hit noch überleben, sag ich. So eine große Fräse habe ich mal. Überleben wir, überleben wir. Sehr gut, Chrono. Chrono, Chrono ist immer verlassen, ihr kennt es ja schon. Rasieren wir dich doch mal weg. Igelsamen, okay. Ja, wie fühlst du dich, Knackrack, wenn du ausgesaugt wirst? Ich hoffe, gut. Wir nehmen einen Trank. Wieso nicht? Haben wir 22. Ich könnte... Für die, die immer meinen, boah, Alter, auf dich zu heilen, ich könnte auch einfach trainieren wie ein Verrückter. Was ist euch lieber? Mir ist egal, also. So oder so. Neutral. Wir sind doch Gestein. Drache hat echt zu wenig Counter. Es ist eigentlich gut, dass der Käfertyp kam, der Feentyp kam, meiner Meinung nach, weil ich finde, dass eine Drachenattacke auf Gestein nicht sehr effektiv sein sollte. Ist meine Meinung. Und deswegen ist der Feentyp, der gekommen ist, echt gut. Der countert die Biester endlich mal richtig aus. Vielleicht ein zu harter Counter, da muss, kann man so ein bisschen Meinungsverschiedenheit haben, weil es halt instant keine Wirkung hat. Aber na gut, es gibt ja verschiedene Typen, die ne, keine Wirkung auf andere haben, also es ist okay. So, mal gucken, ob ich mit Igelsamen noch einen Hit überleben würde. Das war ein Volltreffer. Alles klar. Nee, wir werden keinen Hit mehr überleben. Ich wechsle auf Eila. Dafür ist er da. Die hält einen Hit aus. Und dann wechsle ich einfach nochmal. Ja, zum wechsle ich dann nochmal. Keine Ahnung. Zu irgendjemand. Oder ich heile einfach Eila. Dann kriegt sie auch ein bisschen XP. Wir überleben ja einen Hit durch die Passive. Das ist der Vorteil. Passive OP. Ach ja, Leute. Und die Schmerzen waren echt schlimm, die Magenkrämpfe. Ich weiß auch gar nicht, woher die kamen. Es war einfach nur ätzend. So. Einmal hochgeheilt, die gute Eila. Und dann ist das Ganze gegessen. Das ist schade. 3 KP mehr. Also hätten wir 3... Ach nee, wir haben 113. Ich habe gerade 100 irgendwie gedacht. Oh. Seht ihr es? Guck mal. Merkt ihr das? Drachenklaue. Neutraler Treffer auf Gestein-Boden-Pokémon. Das ist doch irgendwie ein bisschen lächerlich. So ein bisschen. Seid ehrlich. So ein bisschen, bisschen, bisschen. Ja, shit, was mache ich denn jetzt? Noch mehr XP scheren? Ach komm. Drachenklaue überlebt Chrono locker. Knackrack, stirb. Tu mir den Gefallen. Krepier einfach. Geh down. Das Ding ist. Oh, jetzt kommt Erdbeben. Der weiß immer, wen ich in den Kampf schicke. Kann das sein? Ein Volltreffer. Oh. Unlucky. Hier, XP für Tobi. Rip Chrono, by the way. Wieso hat... Warte. Wieso hat Igelsamen nicht getriggert? What? Egal, Aquaknarre. Der stärkste Spell der Welt. Tschüss. Ich habe ein bisschen Angst. Hat der vielleicht ein Libeldra? Hm, aber wir wissen ja an sich, dass Libeldra Käfer ist. Also Käfer, Drache wäre Libeldra. Da müssten wir ein bisschen was gegen haben. Naja, erstmal nach unten. Auf zu Turner, aber den Fight werden wir dann gleich im nächsten Part machen. Nebenbei trinke ich richtig leckere Vanilla Coke. Oh boys. Oh, Vanilla Coke ist so lecker, ne? So, da ist die Made. Die kleine Ratte. Leute, wir sehen uns im nächsten Part, also morgen. Ja, das ist jetzt halt, wie gesagt, eine neue Aufnahme nach meiner Krankheitsphase. Ich hoffe, die kommt auch so schnell nicht mehr wieder. Die war nämlich echt ätzend. Und heute nehme ich Pokémon auf, als kleiner Spoiler, Spectrops. Und ich versuche mal Grid Autosport wieder aufzunehmen. Da habe ich eigentlich vorhin mal meine alten Videos geguckt. Die fand ich eigentlich gar nicht so bad. Und da habe ich einfach mal Lust auf das nächste Rennen. Genau, mein Hitzeproblem ist ja gelöst. Also von daher, GG. Bis morgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.